Oh, hallo, Ladies and Gentlemen. Wir spielen heute Dead Rising 2. Genau. Wirklich, also bis jetzt sieht es ja schon mal richtig gut aus. Was ich sagen kann, ich hatte ein paar Probleme, das Ganze zu starten, denn das Spiel hat auf dem PC ein paar kleine Error-Scheiße, bevor man es überhaupt starten kann. Ist ein bisschen kompliziert, das zu machen, aber ich habe es dann gemanagt. Aber das soll nicht weiter stören. Es funktioniert endlich und ich würde sagen, wir machen sofort neues Game. Slot 1 klingt immer gut und ich denke mal, das Spiel wird richtig lustig. Den ersten Teil habe ich ja damals schon gehabt, ne? Aber wir gucken uns jetzt mal alles hier an, was jetzt so. Aber ich will jetzt keinen nerven und so. Lass mal was wofür sie sprechen, ne? Oder so eine Art, irgendwas. Was weiß ich. Aber kennt ihr nicht den Kenji? Sign this release form before you go out there. Oh, and don't forget to include your next of kin. Her name is Katie. Can you take her somewhere safe? Yeah, I'll take her to the green room. Go with the nice man, Katie. Don't worry. I won't be long. Nein, es war irgendwie Magic, irgendwie das lustige. So, dann here we go, ne? Nach diesem Intro. Jetzt sofort in die Action. Ich denke mal, es wird ganz lustig. Sieht ja schon mal interessant aus, ne? Mit dem Motorrad, Zeug, Stuff und so. Und Motorrad mit Kettensägen ist immer cool, ne? Das kann mal so gesagt sein, ne? Your wife in Vegas. I guess you suck at killing zombies, otherwise she'd still be around. Save it for the show, shithead. Zombies took our Willamette. They took our Las Vegas. But tonight, America, we're going to get a little payback. Payback klingt immer cooler. Action!
Oh, jetzt gibt's Action. Oh, ich will jetzt Action haben, ja. Oh yeah. Ja, mal lustig. Sieht auch nicht schlecht aus. Läuft ein bisschen, naja, sagen wir mal, oh, Motherfucker, was ist das denn? Ich brauche ein bisschen Leistung. Was geht noch? Ja, dann fahren wir nochmal volle Kahn in die Menge rein. Hier ist mehr, sagen wir mal. Ja, ein bisschen. Naja, es ist jetzt. Ja, aber heute ist viel. Also, ich würde schon. Vier gewinnen. Nein, ich hätte so schön gewinnen können. Verdammt! Ja, gut, man kann nicht alles haben, ne? Man kann nicht alles haben. Loading Screen, ja, Ladies and Gentlemen. Mit den sexy Bitches und der hässliche Tyrone. Wer braucht Tyrone, wenn er die Bitches haben kann? Ah, na gut, egal. Also, die Grafik sieht richtig cool aus, ne? Tschüss, da. Sagen kann, unser Jack Green sieht irgendwie besser aus wie unser Frank West aus dem ersten Teil. Er wirkt ein bisschen, naja, besser irgendwie, keine Ahnung. Where the green rooms are? Yeah, take the elevator up a floor and then straight down the hallway. You can't miss it. Na, dann gehen wir doch mal zum Green Room. Das soll man sich jetzt machen. Aha, okay. Diddle-hit. Also sieht ja echt mal ganz ordentlich aus, ne? Das kann man ja jetzt mal hier mal so sagen. Das ohne Zweifel. Das fand ich schon immer ein bisschen dumm in Dead Rising, dass man nur, so gesagt, auf dem Klo speichern kann oder ja, in so Restrooms. Ist ein bisschen umständlich manchmal, da man manchmal echt, wenn man jetzt zum Beispiel mal ganz schnell weg muss. Oh, Amber, hallo. Jedenfalls dann nicht sofort speichern kann. Was geht da?
Okay, jetzt haben wir Emma abgecheckt und Emma hat gesagt, keine Ahnung, das Geld und rennen. Aber das lassen wir uns doch nicht befehlen, denn wir wollen ja ein bisschen hier, ne, ein bisschen so Action. Und coole Zwischensequenzen. Und dass sich Amber aussieht. Weil sonst spiele ich das nicht weiter. Oh, oh yeah, bitch. That is what I'm fucking talking about. Good night, ladies. Oh, Chuck, man, da hättest du doch ein bisschen Action machen können. Schade. Wow. Schade, dass die beiden jetzt nicht im Lesbenporno gemacht haben, aber man kann nicht alles haben, ne? Man kann echt nicht alles haben. Okay, mal gucken, was jetzt passiert ist. Ich hoffe, nichts Böses. Na gut. Wann passiert schon in Zombie-Geschichten nichts Böses, ne? Katie. Der wird zwar gut. Oh, jetzt muss Katie, Alter. Ich will zu Katie, ne? Aber sollte nicht wieder vielleicht Amber und dieser andere schwarzhaarige Bitch helfen? Das wäre vielleicht ein bisschen besser. Das waren bestimmt hier diese Gegner von dieser. Oh, das ist ein Zombie. Oh, da liegt eine Axt. Und ein Baseballschläger. Ich sag Zombie-Fail, ne? Yes. Fucking kill him. Oh, dann kommt dieser Tag. Ah, komm, Chuck, man. Schmeiß doch weg. Los, komm, jetzt durch die Action hier. Ja, wer ist denn Tom? Ah, mit dem Schränk. Na, das muss ich die wegschmeißen, nein. Warum kommt der nicht auf den Boden? Ja, das ist doch, was ich sage. Na, Flashlight als Waffe. Wie lustig ist das bitte? Eine Handtasche brauchen wir. Interessieren die ganzen Leute, das ist doch schon ein Standard wie beim Left 4 Dead, bei Dead Rising 1, dass am Anfang die ganzen Leute sterben oder wie? Schade doch nie. Obwohl sie eigentlich theoretisch in Dead Rising 2 eventuell vielleicht mal ein Kombo-System hätten einbauen können. Weil dann gehen die Kämpfe irgendwie ein bisschen besser, weil so kann man nur zwei Sachen halten, wenn so die Zombies unten auf dem Boden liegen. Dann ist auch vorbei mit lustig. Aber ein riesengroßes Inventar habe ich gerade so voll fresh festgestellt. Und vier Gegenstände. Standard, oder?